We have to do something about the population. And what is wrong with the population? There's too many people. There's way too many people using way too much stuff. They will tell you that we are on the verge of imminent destruction. The carbon dioxide in the air is going to turn our atmosphere into a microwave, and we're all going to burn and die.
most people are afraid to listen. They think if they do, they might hear what's behind all the noise. Silence. Silence scares them. Like if noise is the sound of life, and somehow silence must be the sound of voices gabbing away endlessly. They think that the more noise they make, the more alive they are. There's almost no noise at all. Always. We'll be right back.
Letzten Endes werden alle in einem überwachten Kontrollnetz gefangen sein, in welchem jeder Schritt dokumentiert wird. Und wenn ihr aus der Reihe tanzt, schalten sie euch einfach den Chip ab. Denn zu diesem Zeitpunkt wird kaum eine Interaktion mit der Umwelt ohne den Chip mehr möglich sein. Genau das ist das sich abzeichnende Bild der Zukunft, wenn man wirklich hinschaut. Eine zentralisierte Weltwirtschaft, in welcher jede Bewegung und jede Transaktion gespeichert und überwacht wird, wobei dem Individuum dabei alle Rechte entzogen werden. Aber das Unglaublichste an all dem? Diese totalitären Strukturen werden den Leuten nicht aufgezwungen werden. Sie werden sie verlangen. Denn die Manipulation dieser Gesellschaft durch die Erzeugung von Angst und gesellschaftlicher Spaltung hat die Menschen komplett von ihrer Kraft und der Realität abgetrennt. Ein Prozess, der seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden abläuft. Religion, Patriotismus, Rasse, Reichtum, Klasse und jede andere Form der willkürlichen separatistischen Erkennungszeichen dienten dazu, eine kontrollierte Bevölkerung zu erzeugen, die in den Händen der wenigen vollkommen verformbar ist. Teile und herrsche ist das Motto. Und solange die Leute sich weiterhin als von allem anderen getrennt betrachten, werden sie sich am Ende selbst versklaven. Die Männer hinter den Kulissen wissen das. Und sie wissen auch, dass wenn die Leute jemals die Wahrheit ihrer Verbindung zur Natur und die Wahrheit über ihre persönliche Kraft erkennen, der gesamte betrügerische Zeitgeist, den sie predigen, wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Thank you.
Medicine. And generally speaking, the drugs that were prohibited are drugs that are associated with aliens.
Thank you.
Under the flood.